Also das nenne ich mal richtig abgefahren. Ich habe vorhin meine Baumvogelspinne, die liegt nun mal da und lag da unten im Wasserbehälter total zerknittert. So dachte ich dachte, sie wäre tot. Ich habe dann die Haut genommen, hier am Bein hochgenommen und sie hingelegt, auch sogar umgedreht und so und dachte, okay, sie ist bei der Häutung gestorben, weil man sah, die Haut war ein bisschen ab. Hier diese Kappe. Die sprengen ja ihren Panzer auf und die Kappe lag dann da so ein bisschen schon abgehoben da. Und ich dachte, okay, das war's. Die ist irgendwie gestorben, kam schon die letzten paar Tage komisch vor. Dann habe ich irgendwie sie auf den Rücken gedreht, habe ihr mal zwischendurch nochmal ihr Bein irgendwie angefasst und dann bewegten sich die anderen Beine, wo ich dachte, okay, die ist vielleicht doch noch nicht ganz tot, aber die wird demnächst ist im Sterbeprozess. Jetzt eine halbe Stunde später. Ist sie sehr lebendig und gerade dabei, ich hoffe, sie hat das jetzt überlebt sozusagen, also sie kann ja immer noch sterben, kann ja alles passieren. Ja, die trocknet jetzt erstmal ein bisschen, weil sie ja sehr weich ist und anfällig ist. Hier hinten sieht man ja auch noch ein bisschen Haut, das werde ich gleich nochmal abziehen. Aber ich sag mal so, so nah wie jetzt werde ich nie wieder an die rankommen. Das sind Baumvogelspinnen, die sind extrem schnell. Und ich fasse die normalerweise nie an, weil die einfach zack, zack, zack und weg sind sie. Abgefahren. Und ich bin jetzt froh, dass ich die rausgeholt habe. Ich weiß nur nicht, wie ich sie jetzt wieder reinkriege. Aber ich werde sie jetzt erstmal noch ein bisschen da trocknen lassen. Ja, cool. Nach 20 Jahren Spinnenhaltung mal wieder was Neues erlebt. Kann man noch mal heute von einer anderen Vogelspinne sehen, das ist auch eine Baumvogelspinne. Das sind zwei verschiedene Häute von einer Bodenvogelspinne. So, ich habe den Eindruck, sie versucht sich auch gerade umzudrehen. Ich werde sie jetzt mal in den Käfig zurück tun, da ich mir nicht sicher bin, wie gut sie schon reagieren kann. So, Druck, so. So, jetzt das bei ihr rausgeholt. Sie ist die Röhre, wo sie immer drin wohnt, normalerweise ist ja eine Baumvogel. So, jetzt tue ich sie einfach da mal rein. Und dann kann sie da in Ruhe austrocknen und ja, wieder klar werden im Kopf. Das ist ja wahrscheinlich was ziemlich Anstrengendes für so eine Vogelspinne, wenn sie sich häuten muss.
und aus ihrer Haut halt sozusagen ausfährt, also platzt ja und dann quillt sie sozusagen raus. Ihre Haare sehen auch ganz komisch jetzt aus, aber wenn das getrocknet ist, sieht das alles wieder ganz buschig oder wie soll ich sagen, halt neu aus.